Auftakt zu einem der schnellsten Stadtradrennen Österreichs, das Welser Innenstadtkriterium. Auf dem 800 Meter langen Rundkurs fahren die Radprofis der Herren 60 Runden, insgesamt über 48 Kilometer. Es ist immer ein großer Kampf da im Welser Starterfeld. Sind wir sehr namhaft, viele große Stars, die da Paul Reststürmer herholt. Deswegen ist es immer nicht ganz einfach. 45 Herren und 25 Damen kämpfen im Zentrum vom Wels um den Sieg. Auf LT1 gab es das Radspektakel live zu sehen. Speziell am Rennen, alle 5 Runden scheiden die beiden Letzten aus. Ich glaube, es ist eines der letzten Innenstadtkriterien. Graz hat ja heuer noch eines gemacht und es ist sehr kompakt, man sieht sehr viel, es gibt die Videowalls, die Leute treffen sich, es ist sehr gemütlich und genau das macht es aus. Damit solche Sportevents überhaupt zustande kommen, braucht es aber Unterstützung. Wir unterstützen Fußball, wir unterstützen in Wales die Raiffeisen Flyers, Basketball als Bundesliga-Club. Aber der Radsport gehört als Breitensport wirklich zu unseren präferierten Sponsortätigkeiten. Nur 4 Tage nach der Tour de France mit am Start, internationale Top-Teams und die Stars der Radsportszene. Zum Beispiel der 5. der Tour de France, Alexander Vlasov, und der 2. der Gesamtbergwertung der Tour, Simon Geschke. So ein Rennen wie hier ist natürlich vom Profil her nicht so wirklich mein Terrain, aber es ist trotzdem schön, sich, ich bin jetzt kein Österreicher, aber es trotzdem fühlt sich ein bisschen nach heimischer Kulisse an für mich. Heuer ist besonders schwierig, weil die Teams so viel Angst haben vor Corona-Infektionen. Deshalb haben viele World Tour-Teams gesagt, okay, ihr dürft keine Kriterien fahren. Und trotzdem sind die Stars gekommen. Das Rennen lange Zeit offen. Die Top-Athleten unterwegs mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 45 km/h. Vorneweg Marco Haller. In der letzten Runde kann sich der Kärntner im Sprint durchsetzen. Höchstgeschwindigkeit etwa 60 km pro Stunde. Er siegt vor Simon Geschke und Moran Vermeulen. Bei den Damen gewinnt die Grazerin Veronika Windisch. Für die Sportler sind die Rennen in den engen Gassen der Innenstadt immer wieder herausfordernd. Das Beste daran: dass es so viele verschiedene Taktiken gibt, die unterschiedliche Teams ausspielen können. Dann natürlich die Kurven, das taugt man, die ständigen Tempowechsel. Dass es immer wieder Attacken gibt, die Zwischensprints. Und ja, es ist einfach nie irgendwie ein Moment, wo man einschlafen könnte. Action, Speed und das Who-is-who des Radsports. Das Welser Innenstadtkriterium bietet Fahrern und Fans genug davon.